Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Fußballduell. Quizmäßig. Thiele vs. Otto geht in die 9. Runde. Das 9. Türchen wird sich heute öffnen. Der 9. Dezember steht an. Aktuell, ihr seht es, steht es 4-4. Also wir betteln uns hier und ich glaube, der Name hat es verdient. Es ist ein Battle, weil wir einfach beide mal gut sind, mal weniger gut und somit kommt ein 4-4 raus. Heute geht es darum, wie groß ein Fußballer ist. Also wir sehen gleich Fußball aus ganz Europa, die man auch kennt. Und anhand dessen müssen wir dann abschätzen, wie groß er ist. Wir haben auch hier wieder unsere Pads, schreiben dort die Größe auf, also zum Beispiel 1,80. Und wenn der Fußballer 1,80 groß ist, dann kriegen wir beide einen Punkt. Und sonst, wer einfach näher dran ist. Also es wird auf jeden Fall immer einen Punkt geben. Wir spielen es im Zeitspielmodus, sprich jeder 20 Sekunden Zeit zu entscheiden, wie groß denn der Spieler schätzt. Und ja. Ich muss die Negativserie beenden. Ja, letztes Nach 4-2 Führung noch am Nikolaus, 2 Niederlagen in Folge. Ich bin gespannt. Der Sieg muss her. Bei mir auch. Ich will endlich mal in Führung gehen hier. Lasst uns tun. Lasst uns angehen. Thiele vs. Otto. Duell 9. Attacke. So, beginnen tun wir mit Rafael Guerrero. Rafael Guerrero. Geht schon mal gut los. Ich versuche mir die Jungs beim Torjubel vorzustellen. Ah. Um so größere Vergleiche herzustellen. Ach so. Ah. Obwohl es wahrscheinlich ein bisschen... Ich bin mal 1,76. Rafael Guerrero ist 1,85. 1,85? Ja. Boah, ich dachte eher, ich hätte zu groß ihn geschätzt mit 1,76. Findest du? Ja, okay. Eigentlich an sich. Oh! 1,70! Okay. Gut, wir haben gesagt, wer näher dran ist, kriegt auch den Punkt und somit der erste Punkt 1,85. 1,85, ja. Uiuiui. Ich dachte, der Außenverteidiger wäre jetzt auch schon mal mittlerweile ein bisschen gewachsen. Groß, Gut, damit geht der erste Punkt ja an mich. Und wir gucken auf Robert Lewandowski. Stürmer, kennen wir alle. Hat auch mal ein gelbes Trikot angehabt. Vor langer, langer Zeit. Lang ist her. Ah. Du hast schon was? Ja. Ja. 1,90. 1,91. Oh. Okay, wir sind uns einig. Also schon eigentlich auch ein groß. Also groß gewachsen. Ist auch nicht mega groß. Also, aber ich bin schon für den Stürmer eine sehr gute Größe mit. Ja. Was? Oh! 1,84! Alter Schwede! Ich glaube, ich muss nochmal alles überdenken. Alter Schwede! Ah, den habe ich aber viel, so viel größer. Also, ja. Also schon so 1,88 mindestens, hätte ich gedacht. Er wird sehr, sehr bullig. Jo, also dass er 1,84 in Anführungszeichen nur für einen Stürmer ist ja gar nicht mal so. Der nächste Punkt aber für gut, dich, ja. Ja, ich war zum Glück immerhin näher dran und somit 2-0. Und wir kommen nun zu Cristiano Ronaldo. Ah! Wenn jetzt der Vergleich mit Lewandowski kommt, ist schon interessant, aber... Ja. So, Ronaldo. Ich hab 1,85. 1,86. Oh! Wir sind uns also wieder einig, eng beieinander. Also schon größer als Lewandowski, habe ich mir größer gedacht. Größer als Lewandowski. Vielleicht durch Lewandowski ein bisschen verunsichert. Ich dachte eigentlich, er ist kleiner als Lewandowski. Also von dem, was ich vorhin gesagt habe. Ja gut. Ich bin geschockt. 1,87. Ganz knappes Ding. Ganz Punkt knappes Ding. Für mich. Anschlusstreffer hier. Ah, es bockt. Also, sehr interessant. Eng. Und jetzt kommen wir zu... Oh, Casemiro. 6er. Ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Ich habe ihn überhaupt nicht vor Augen. Nee. Also er bringt schon mittlerweile eine Körperlichkeit so mit, aber das können auch kleine Spieler, können auch große Spieler. Was hast du? 1,80. 1,78. 1,78. Obwohl eigentlich ist das... Ich bin gespannt. Ja, ich auch. 1,85. 1,85. Damit auch der Punkt geht an dich. Boah. Okay. Also man muss sich mal vor Augen halten, der Typ ist größer als Lewandowski. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Das ist dann schon eigentlich ein krasser Vergleich. So. Ja. Also was du vorher gar nicht so gedacht hast. Also ich zumindest nicht. Überhaupt nicht. Also krass. Überhaupt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wer als nächstes kommt. Joel Matip, ehemaliger Schalker. Ehemalige Kopfballstark auf jeden Fall. Aber dieser Lewandowski, der ist in meinem Kopf drin, von der Größe her, dass dadurch Vergleiche schwierig sind. Aber... vielleicht sogar noch größer, aber...
1,92. 1,90. Oh, also auch da wieder beide. Wir liegen eng beieinander. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich habe kurz gerade erwähnt, sogar noch größer. 1,94 vielleicht sogar. Joel Matip. Oh, 1,95. Ui. Also immer wieder ein Punkt hier für mich. Ja. 1,95 sogar groß, ey. Joel Matip. Stark. Sehr stark. Ah, Schlags. Ja. Wout Weghorst. Jetzt haben wir so einen Brecher. Ja. Da vorne drin. Der vorne Oberarm ist auch krass. Kranker Oberarm. Jetzt, wo du es sagst. Da kann er ja, also da hat er ja schon einen Text drauf. Aber die halbe Bibel passt da ja drauf. Auf dem Oberarm. Wahnsinn. Meine Herren. Ah, vielleicht. Wout, komm, du bist 1,93. Ich habe 1,98. 1,98 also sogar. Ich habe ihn schon sehr, sehr, obwohl. Okay. Ah. Mal schauen, was alles so auf den Körper passt. Oh, 1,97. Wow. Also dann, ja. Auch da. Das Glück auf meiner Seite. Meine Herren. 4 zu 2. Dann mach ich näher dran. 4 zu 2. Du sagst es. Willkommen. Oh. N'Golo Kanté. Glänzt jetzt nicht durch seine Größe. Ja, der Name ist Programm. Sehr milde ausgedrückt. Aber. Oh, das ist. Oh, da wäre der Vergleich mit Guerrero zu machen. Ja, der Vergleich mit Guerrero muss rangezogen werden. 1,70. 1,71. Oh! Komm, N'Golo Kanté. Aber obwohl ich, wenn ich mit Guerrero vergleiche, der anscheinend 1,70 groß ist, vielleicht sogar 1,68. Alter, für einen Sechser schon. Für einen Sechser sehr klein. Oh. Also der gewinnt ja keine Kopfbälle da im Mittelfeld. Das wird schwierig. 4 zu 3. Jo, du hast einen Punkt geholt, warst näher dran. Wir kommen zu. Oh, Leroy Sané. Finde ich sehr schwer einzuschätzen. Ja. Das Flügelspieler auch. Die ja sehr agil sind mittlerweile. Ja, eben. Unfassbar. Aber er ist auch nicht so. Aha. Die Frage ist, wo misst man? Ja, die Haare. Ja. Die waren. Das könnten jetzt die Zentimeter sein, die zu viel oder zu wenig drauf sind. Ich habe 1,79. 1,85. Oh. Der ist größer als Lewandowski. Offensichtlich. Oh, okay. 1,84. Alter. Also fast richtig gelegen hier. Mit Mähne. Schon bei 1,90. Gut, ist ja echt die Frage, ob man, wie man das dann. Ja. 1,84. Ja, doch, ey, der ist schon eigentlich hoher groß, also muss man sagen. Aber auch die Schnelligkeit ist. Ja, die ist natürlich wahnsinnig. Also, die ist schon krank eigentlich. Ja. Oh, deswegen. Schwierig. Mhm. Kommt immer eher als kleiner Torwart so rüber. Im Vergleich mit Neuer ist er kleiner. Im Verhältnis so. Aber was heißt dann schon klein? Also, das ist dann auch wieder. Das ist auch wieder. Also. Schwierig. Als kleiner Torwart ist man 1,87. Ich habe 1,84, ich glaube, ich zu wenig. Sie sehen, kleiner Torwart ist halt das Thema. Kleiner, ne? Torwart. 1,87! Da müsste ja der Böse hat schon fast 2 Punkte vergeben, aber. Ja. 1,87. Ja, also als kleiner Torwart ist man eben 1,87. Ich glaube, viel kleiner. Gut, Jan Sommer ist, glaube ich, 1,86, 1,85. Das ist, glaube ich, schon das Kleinste sozusagen, was man so kennt. Aber gut. Oh, Mbappé. Auch schwierig einzuschätzen. Auch der habe ich eigentlich eher klein im Kopf, so, ja. Aber ist er, glaube ich, gar nicht mal. Also vielleicht immer der Vergleich mit Cavani, der dann da doch noch. Ja. Schwierig. Ich orientiere mich an Lewandowski. Also die Mittelstürmer sind 1,84. Ich habe 1,78. 1,78, ja. Ich habe echt den eigentlich relativ klein im Kopf, aber. Oh! 1,78! 1,78 ist richtig. Oh, jetzt kommen wir direkt zu Sadio Mané. Wow! 5 zu 5, der war wichtig. Der war wichtig und jetzt läuft auch die Zeit für Sadio Mané. Liverpool. Sehr, sehr schnell, sehr agil. Schau schon mal die Anzeigen. Jetzt haben wir den Sané. Vielleicht zu Mbappé, da muss dann eigentlich schon deutlich, also da muss schon ein paar Zentimeter kommen. Der muss kleiner sein, oder? Ja, ich habe 1,73. 1,76. Ah, wieder schwierig. Jetzt auch noch vergleichen zu Mbappé, so, also. Oh, 1,74. Oh! Ganz knappes Ding, der eine Zentimeter. Ja, eine Zentimeter, Punkt. Und damit für dich. Geht der Punkt auch an mich. 6 zu 5 haben wir damit. Und nun haben wir hier Niklas Süle. Oh, ein Schrank. Ein Brecher. Also,
Also die andere Hälfte der Bibel passt auf seinen Körper. Und wenn noch was übrig bleibt, ist Goretzka auch noch da. Ja, ja mittlerweile. Der ist... Ich würde gerne wissen, was die da alle essen bei Bayern. Ja, das ist schon wirklich Wahnsinn. Das ist vor allem, was die in der Corona-Pause auch gemacht haben. Da. Ja. Also ich bin mal 1,94. 1,96. Ach, schade. Ich bin gespannt. No! Oh, 1,92, damit kriegen wir beide einen Punkt. Du hast 1,96, 1,94, er ist 1,95. Also, ja, das ist schon boah, ein enges Höschen hier. Und noch nun. Eine Frage? Oh, yo, Upamecano. Auch Innenverteidiger, auch ja. Sehr, sehr bullig. Ich hab ihn nicht vor Augen. Wenn sich jetzt so anguckt, im Vergleich jetzt auch zu Süle, da ist. Ja, der Vergleich zu Süle. Da liegt schon ein bisschen was zwischen, würde ich sagen. Ich habe 1,87. 1,92. Oh, okay, dann doch relativ groß bei dir. Mhm. Ah, schwierig. Ich habe ihn auch nicht wirklich vor Augen, aber... Oh, 1,86. Nochmal der Punkt für dich. Oh, okay. Also dann echt nicht so. Boah. Also hätte ich gedacht, er wäre schon größer, aber... Kleiner Innenverteidiger. Ja. So wie ein kleiner Torwart. Ja. Das ist schon... Joshua Kimmich. Joshua. Ich möchte er ja genannt werden. Ja, habe ich mal gehört. Der alte Trainer. Jo. Joshua Kimmich. Ah. Vielleicht mit dem Sadio Mané. Nee. 1,78. 1,75. Oh. Wieder ein enges Ding. Knapp. Oh! Oh! Also, das zieht sich durch den Spieltag heute. Wahnsinn, ja, heute echt, ey. Also, die knappen Entscheidungen sind entweder Mann. Gleich oder, glaube ich, schon eher auf deiner auf Seite. Meiner Seite. Die Zentimeter sind bei dir. Und jetzt haben wir nochmal Heung-Min Son. Ex-Leverkusener, Ex-Hamburger. Hier bei Tottenham. Boah, schwierig, finde ich. Schwierig. Boah. Schwierig. Also, mal denke ich, er war relativ groß, mal habe ich irgendwie klein im Kopf. Hast du schon was? Ja. Ich habe 1,85. Ich habe 1,84. Okay. Wahnsinn. Also, jetzt bin ich gespannt. Oh! 1,84. 1,84. Also. Jetzt muss ich hier erstmal wieder anbauen. Es gibt Tage, da läuft's nicht. Ja, ich hoffe mal, dass die Runde auch trotzdem an mich hier geht und dass du nicht nochmal zurückkommst. Aber 10-6. Ja, 10-6. Die Dinge, die engen Sachen, die sind heute wirklich bei mir. Ja. Das kann man schon so sagen, glaube ich. Das muss man so sagen. Und es war's auch. Ja. Das war's auch. Ich hole mir den Punkt und damit gehe ich endlich auch mal in Führung hier. Insgesamt sind wir nun mal 5-4. Ich habe die Challenge hier mit 10-6 für mich entschieden. Thiele vs. Otto. Und heute ist ja der 9. Dezember. Du als Fußballfan, was findest du mit der Zahl 9? Vielleicht auch beim Verein. Kann nur ein Verein sein. Es kann nur ein Verein sein. Wir haben heute ein BVB-Party-Set, eine BVB-Party-Box, 40-teilig, bestehend aus Becher, Teller und zum Mundabputzen ist auch noch was dabei. Also wenn ihr eine Party veranstalten wollt, vielleicht auch irgendwann, gut, Party in Anführungszeichen bei euch zu Hause, mit dem Derby gucken vielleicht nächstes Jahr oder was auch immer, zum Dortmund-Spiel oder zum Geburtstag, egal was, könnt ihr euch damit ein bisschen ausstatten und natürlich auch die Frage, was müsst ihr dafür machen, wenn ihr gewinnen wollt, ganz einfach, Kickoff auf YouTube abonnieren, auf Insta gerne folgen oder müsst ihr natürlich dann eben auch folgen, um mitzumachen und dann euren Instagram-Namen einfach nur noch hier unter dem Video kommentieren und dann macht er mit, dann könnt ihr gewinnen und ich denke mal, du als Dortmund-Fan hättest daran auch Interesse. Also das Türchen hat mir heute am besten gefallen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Okay. Wobei das Hoffenheim-Trikot natürlich ja. Auch eine erste Sahne ist. Das stimmt definitiv. Schon. Und somit würde ich sagen, war's das für heute. Morgen, 10. Dezember, sehen wir uns wieder mit dem 10. Quiz. Mal gucken, ob du ausgleichst oder ob ich meine Führung vielleicht auch direkt ausbauen kann. Wäre wünschenswert. Boah, nach 3 Niederlagen in Folge muss jetzt auch mal was kommen. Also der Lauf ist bei mir sehr, sehr gut. Ja. Das muss man schon sagen. Hoffentlich geht's morgen so weiter. Wir sehen uns dort. Macht's gut, ciao. Und bleibt am Ball. Und sportlich. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.